Hey Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls. Okay, der König ist tot, damit hätten wir die einfachen Dinge jetzt erledigt. Haha, nee, gar nicht. Eigentlich eher die schwersten Dinge, und das ist auch gut so. Denn jetzt kann ich mich auf die anderen einfachen Sachen konzentrieren, nämlich, andere Dämonen töten. Ja, aber zuerst werde ich mal einen... Ja, es tut mir fast schon leid, Leute, ich werde Astraea töten. Ich werde sie diesmal wirklich töten auf die feige Variante, ja, ich mach's mal auf die feige. Denn ich möchte mich ehrlich gesagt jetzt nicht mit Gal Vinland balgen, der ist ja ein bisschen überstark, meiner Meinung nach. Also mit seiner Keule da, ein Treffer tot, egal wie viel Leben ich habe. Und ich glaube, ich muss mich auch nicht töten, ich lege ja eher keinen Wert darauf, dieses Mal auf die POI zu spielen. Von daher mache ich das nächstes Mal. Ich meine, meine Storm, Shrine of Storms ist sowieso komplett schwarz. Durch das Farming habe ich das ja extra runtergetrieben durch Selbstmord. Aber da wir nächstes Mal Satsuki töten können, plus auch noch den Primeval Demon. Ja, der Primeval Demon erhöht übrigens die Weltentendenz. Das wusste ich gar nicht. Ich habe den getötet und habe mich auf einmal gewundert, im Shrine of Storms jetzt beim ganzen Farming und so, warum auf einmal die Weltentendenz wieder neutral weiß ist. Oder, ja, neutral einfach. Die war so ein bisschen heller, glaube ich schon. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Vielleicht wusstet ihr es ja, aber na gut, das ist... Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Na, ich wollte doch die ganzen Boss-Sequenzen nochmal zeigen. Wie dem auch sei. Oh Leute, die Musik hier, die ist so schön. Ich komme mir da vor wie bei so einem Märchenfilm irgendwie. Richtig, richtig gut gefällt mir die Musik. Na? Einmal sterben, bitteschön. Ah, die sterben nicht durch den Backstab. Das sind so abgeranzte Gestalten, aber haben ja, über 500 Leben einfach mal. Wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? So, die ganzen Gegenstände da unten werde ich mir, glaube ich, nicht holen. Aber die beten ja immer noch, die Säcke. Warum betet ihr immer noch, bitte? Aber ihr habt's ja nicht mehr alle. Ich muss euch mal Manieren beibringen. Ihr betet einen Dämon an, auch wenn sie eigentlich schon... Ah, die Arme. Sie ist eine Arme, aber ich muss sie leider. Ne, ihr wisst Bescheid. So, da sitzt sie. Egal, beschützt sie natürlich. Aber ich mach's diesmal andersrum. So... Ich werde jetzt mal permanent schießen, dass ihr seht, was sie für Lebensenergie hat. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich glaube, ich mache hier auch genug Schaden. Ja, es geht. Gut, sie heilt sich zwischendurch. Das ist das Problem. Ich werde jetzt einfach nur die Taste spammen. Zum Schießen. Ich muss ja zum Glück nicht halten oder so. Das wäre es auch noch. Je länger ich spanne, desto mehr Schaden mache ich. Da seht ihr, sie heilt sich schon. Ich glaube, das macht sie ungefähr so jedes Fünftel der Lebensenergie. Also man muss mehr... viel mehr draufschießen, als dass sie eigentlich Lebensenergie hat. Ist ein bisschen schwer, das abzuschätzen, glaube ich. Also man kann, glaube ich, am Ende nochmal locker so ein Fünftel abziehen, ja. Vielleicht auch mehr. Da zeigt sie sich wieder. Immer wenn sie einen Spruch ablässt. Ist feige, ich weiß. Die Methode ist echt feige. Vor allem tut sie mir auch sehr, sehr leid. Und ich weiß, der Doggy, der ist ein ganz großer Fan von ihr. Und schon wieder heilt sie. Ja, vielleicht auch jedes Viertel ungefähr, ich weiß es nicht. Oh, mir fällt gleich der Finger ab. Ich muss wirklich spammen, denn wenn ich kurz nicht drücke, dann sieht man schon den Schaden verschwinden. Ich möchte halt sehen, dass man das... alles drauf hat, sozusagen. Ach, die arme Maid. 6322. Krass. Krass, krass, krass. Für eine einfache Frau hat sie eine Menge Lebensenergie. Also, was heißt einfache Frau, haha. Für einen Dämon mittlerweile. So, ich werde erstmal mit Gal reden, denn ich glaube, der ist jetzt ganz geknickt, der arme Kerl.
Ist auch verständlich. Sein einziger Auftrag. Er hat sein Leben für sie gegeben, sie zu beschützen. Und da steht er nun, ganz traurig. Und ich habe keinen Lotus, also kann ich mir das erst später holen, verdammt. Doch, habe ich doch. Ah, habe ich doch, habe ich doch. Aber ich möchte ehrlich gesagt ungern bei den kleinen Viechern da drauf gehen. Weiß gar nicht, ob ich mir das Zeug alles holen soll oder brauche. Ich meine, wenn ich Seelen brauche, kann ich die ganz schnell farmen. Und ansonsten... You will not turn back, will you? I shall let no harm come to the dearest destroyer. Sie ist aber schon tot, mein Freund. May you rot in the deepest depths of this swamp. Tut mir leid. Es tut mir leid, mein Freund. Pure Blood Demon Soul und den Ring of Sincere Prayer. Naja, wir gehen erstmal zum Nexus zurück. Oh Leute, ich muss ganz kurz mal pausieren. Tut mir leid, bis gleich. So Leute, ach ja, da sind wir wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe auch nochmal kurz was nachgeschaut wegen der Mephistopheles-Quests. Ich habe mir wohl was verhauen, glaube ich. Irgendwas habe ich mir jetzt verbaut, weil Ostrava ist leider tot. Naja gut, das macht eigentlich keinen Unterschied. Die Quest wird dadurch gerade eins weiter übersprungen. Also man, ja, es ist halt eine, ja, wie soll ich sagen, eine Assassinen-Quest, wenn man so will. Ihr werdet jetzt noch sehen, was ich meine. Ich werde jetzt erstmal Yuri aber befreien gehen und da werde ich mir noch die letzten Seelen eintauschen, die ich noch so brauche für meine Achievements. Ich sagte ja, ich brauche noch... Die Pure Blood habe ich jetzt, die werde ich auch dann zum Blacksmith Ed bringen, denn dort finde ich dann die letzte Waffe, die man craften kann, oder die kriege ich dann dort. Dann werde ich noch die Silver Demon Soul, glaube ich, gegen die Cursed Weapon eintauschen von Yuria und gucken wir einfach mal. Ich werde mich jetzt nicht umbringen vorher oder hab's nicht getan im Nexus. Ist Quatsch. So, komm her. Hundchen. Schön, ne? Tut gut. So ein bisschen abgestochen werden wie so eine Schwutz. Wie eine Schwutz am Spieß, genau. Sehr gut. So. Ich werde mir das dann off-cam holen, glaube ich, aus dem Valley of Defilement, da dieses Gebrüll, was da unten noch rumlag, bei den komischen roten Babys. Brauche ich ja nicht in das Video packen. Ich finde das ein bisschen öde sonst, wenn ich das jedes Mal wieder mache, also dieses Farming und so. Habe ich ja mit Absicht rausgelassen. Ich weiß auch noch gar nicht, was jetzt so das, das Feedback darauf war, dass ich das eben komplett rausgelassen habe und wirklich 7-8 Stunden auf Cam gefarmt habe. Ich meine, im Prinzip ist es ja wohl egal, also ne, das ist... Aber, naja, sehen wir mal, was ihr dazu schreibt. Ich muss ja ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Ich muss auch mal gucken, wegen jetzt Dark Souls 2, ob ich das überhaupt schaffe. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache noch einen Dark... Oh. Ach ne, den Ring, den wollte ich ja nicht. Den habe ich ja schon. Das ist ja dieser... Ich glaube, dieser Schlangenring, dass alle sofort auf mich aggressiv werden. Naja, auf jeden Fall sagte ich, dass ich das hier noch machen will. Dark Souls mit... Ach nee, das war der Ring of Accursed. Cheat. Von Ring of Magical Nature. Ach komm, ist jetzt egal. Aber ich glaube, wie gesagt, das wird nicht reichen von der Zeit. Vielleicht lasse ich Dark Souls ja noch parallel hierzu laufen. So, erstmal hier. Moin, guck mal. Moin. Steht ihr, ne? Ich finde, das steht ihr, das Hütchen. So, warte mal. Noch die Light Weapon draufknallen. Und dann, mein Freund. Abstechen. New Moon Grass. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie sagt. Ich habe es noch nie ausprobiert mit Mütze. What do you want with me? Have you brutes no mercy? Do as you wish. There are no secrets here. Only a tired, emaciated frame. Oh, sie tut mir schon leid, die arme Yuria. Ich mag sie ja. Do as you wish. There are no. Okay, sie sagt immer dasselbe, wenn ich den Hut jetzt ausziehe. Ich hab gedacht, sie wird dann feindselig. Wird sie aber gar nicht. Heavens, you came to save me. Thank you. No, I'm fine. With a little rest, I can soon walk. Okay. Ich find's ja auch ein bisschen faul, wenn man mal genau hinschaut. Die ganze Waffe leuchtet ja. Hätten sie nur das Schwert, also nur die Klinge eben zum Leuchten gebracht, dann wäre das vielleicht ein bisschen cooler gewesen. Ich weiß ja nicht.
So, Legendary Soldier Soul. Damit hätten wir alle befreit. Und ich werde mich auch gleich mal wieder auf den Weg in den Nexus machen. Und wusch. So. Ich habe schon überlegt, es lebt ja nur noch der alte Drachengott. Was ja auch ein ebenbürtiger Gegner ist zum Schluss, finde ich. Also wenn ich jetzt Frau gegen Mann oder Frau gegen Drache, ja, gegen ihn kämpfen müsste, dann wäre das wahrscheinlich ein richtig geiler Battle, bei dem ich wahrscheinlich auch 100-mal sterben würde. Aber naja, es ist auch ein würdiger Abschluss. Ich meine, Alant, ja, ja, ja. Sonst könnte ich mir keinen anderen vorstellen. Warte mal. Jetzt muss ich doch mal kurz die Seelen rauskramen, die ich noch so habe. So, erstmal Take nehmen wir uns... Broken Sword. Und was haben wir noch? Large Flame, Fall Kings... False Kings. So, die Silver Demon Soul brauche ich. Die Legendary nicht. Wo ist denn die Silver? Ah ne, die habe ich... ja, bin verwirrt. Was? Hä? Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Silver und... Ach, die Pure Blood habe ich ja noch einstecken. Die habe ich eben gesucht. Meine Güte. Die habe ich ja letztes Mal gar nicht in die Kiste gepackt. Ja, ich war eben... Bei einem kleinen Schnitt war ich mal eben eine halbe Stunde weg. Könnte man nicht meinen, ne? Aber da habe ich halt wieder komplett die Gedanken verloren. So, Entschuldigung. Ich muss es leider überspringen, meine Liebe, weil das kennen wir alles schon. Tut mir sehr leid. So, Learn Magic. Dann nehmen wir natürlich... Nee, nicht Relief. Silver, the cursed weapon. Magic from the soul of the demon penetrator upgrades the user's right-hand weapon. However, the weapon is also cursed. Used with catalyst equipped in left hand. A symbol of the huge sword wielded by penetrator. That sword has cut through many warriors' attempt. Ja. Diese Waffe fügt mir auch Schaden zu, während ich's nutze. Also diese Waffenverzauberung, muss man sagen. Warte mal, so, die kann ich jetzt gleich austragen. Cursed Weapon. Cool, damit wäre das alles von der Silver Demon Soul. Die habe ich jetzt fertig. Ihr wisst ja, damit haben wir einen Zauber von Sage Freak und das war's dann auch schon. Gut. Dann habe ich ja nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Seelen, mit denen ich was anfangen kann. Und eine ist bald auch noch weg. Sehr gut. Thank you. I hope that my witchcraft may be of some help. Isse. Kein Problem, meine Gute. So, bald geht's ans große Töten. Ich weiß gar nicht, ob ich das diesen Part noch machen will, soll, kann, je nachdem. Wie gesagt, die White Tendency Events kommen erst nächsten Durchlauf. Das wird dann da das Thema. Im vierten wird's dann wahrscheinlich online sein. Mal gucken. Im ersten war's Pure Black. Im zweiten jetzt Mephistopheles. Im dritten Pure White. Und im vierten PvP, beziehungsweise ja, PvP, hahaha. Da kriege ich so oder so auf die Schnauze. Das will ich gar nicht erst versuchen, ehrlich gesagt. Ich werde es online spielen, aber ich werde... Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich blamier mich ja dann sonst nur. So, mein Lieber. Upgrade mir mal mein zerbrochenes Schwert zum Blue Blood Sword. Ihr erinnert euch vielleicht, das habe ich ja gehabt. Warte mal, ich muss gerade abstreichen. Als ich das Spiel das erste Mal durchletsplayt habe... Und das war schon eine coole Sache. Das Ding skaliert nämlich mit Glück, komischerweise. So, warte mal, die kann ich jetzt alle löschen. Geil. So, weg damit. Damit hätte ich nur noch 4 Waffen übrig. Leute, also die Achievements, die lichten sich so langsam, muss ich sagen. Das ist ein richtiger Genuss, das zu beobachten. Warte mal, kann ich das nicht jetzt upgraden mit Color des Demon Souls? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche Waffen da gehen. Nee, ich kann es nur wieder einschmelzen zum Broken Sword. Aber das Ding ist richtig geil eigentlich, wenn man überlegt. Ich glaube, das könnte ich sogar eine Zeit lang jetzt nutzen. Guck mal. 150 auf Magie und 146 auf physisch. Aber skaliert mit Stärke und Intelligenz und Willenskraft. Naja, gut. The White Iron Straight Sword, born from the soul of the demon Maiden Astraea. Astraela. Astraela? Hast du nicht Astraea? Naja. Endowed with the inmate... With the innate power of a human, it increases attack ability. A really precious person's sword. Ja. Das ist wie ein Longsword quasi. Also wenn ich es jetzt in einer Hand habe, mit der zweiten Attacke steche ich zu, mit der ersten schlitze ich damit. Und hier halt auch dasselbe, so wie das Dragon Longsword, was ich die ganze Zeit genutzt habe. Ist eine sehr, sehr feine Waffe. Und
macht auf jeden Fall einiges her, finde ich, auch vom Aussehen. Es ist recht simpel gehalten, aber irgendwie richtig, richtig schick. Sieht fast aus wie so die Spitze eines Speers, ne? So ein bisschen. Würde eher zur Waffe des Penetrators passen, will ich fast meinen. Ah, sehr cool, ne? Sehr cool. Aber wie gesagt, ich glaube, das skaliert mit Glück. Das Schwert. Upsala. Upsala, huh! Steht zwar jetzt nichts bei, aber ich bin eigentlich wirklich der Meinung, das tut's. Aber ihr seht mal, das braucht 18 Stärke, 18 Geschicklichkeit, 18 Intelligenz und 18 Willenskraft oder Faith. Glaube. Ist schon ganz schön heftig. Was das für Anforderungen hat, könnte man gar nicht glauben. So, aber ich glaube, ich fange schon mal an mit der ersten Kill-Quest. Das ist ziemlich gemein eigentlich. Ich habe ja auch die Liste. Moment. Ja, wie gesagt, ich kann zwei eigentlich schon nicht mehr töten, weil ich auch nicht weiß, wo jetzt der gute Bior ist. Na gut, fangen wir mal an mit Saint Urbain. So leid es mir tut, mein Freund, aber du musst jetzt sterben. What are you doing? Have the souls driven you mad? Nicht die Seelen, die Gier. Warte mal. Ich könnte ja auch mal die Cursed Weapon draufschmieren. Ich glaube, das mache ich auch jetzt mal, wenn ich ihn tot habe. Hier. Stirb! Guck mal, was das Ding für einen Schaden macht. Kranker Mist. Was machst du denn? Heilst du dich? Oh, das ist ja süß. Sag dich trotzdem. Ja. In den Fuß. Und tot ist er. Oh, das tut mir aber leid. Was hat er denn? Ah, Ring of Devout Prayer, Saints Robe, Saints Gloves und Saints Boots. So, damit hätten wir die erste Quest erledigt. Ja, ja, ja. Ich glaube, durch Bior habe ich mir jetzt was versaut, oder? Oh, schade. Schade, schade, schade. Ich glaube aber, der könnte noch am Palast rumgammeln. Schauen wir mal. So, Mephistopheles, erste Quest erledigt. Hm. Done already. Here is your reward. Take it. Ein Stone of Ephemeral Eyes. Sehr schön. Now, for your next task. I want you to kill Sage Frake and his apprentice. I will, of course, provide you with a reward of similar value. Oh ja. Excellent. I'm relying on you. Ja, auch das habt ihr mir schon in den Kommis geschrieben. Mephistopheles gehört wohl einem Geheimbund an, die irgendwas gegen die Kirche haben. Also diese Leute aus dem Geheimbund. Und das sind alles weibliche Assassinen scheinbar. Aber was... Was hier Bior... nicht Bior. Was Jurt mit dazu tun hatte? Ich meine, wenn es ein Frauenorden ist, was macht dann Jurt dort? Naja, wie dem auch sei. Was werde ich mal austauschen? Ich werde mal die Light Weapon austauschen, glaube ich. Und stattdessen... Was braucht denn die Cursed Weapon? Auch 3 Stück! Krasse Sache. Aber warte mal, theoretisch... Ihr seht ja, das zieht mir Lebensenergie ab. Wenn ich jetzt den Ring hier reinnehme, den Regenerators Ring, dürfte es mir gar nichts mehr abziehen an Lebensenergie. Oh doch, das tut's. Krass. Ich dachte, das zieht mir nichts ab, wenn ich den Ring anhabe. Irgendwas war doch da. Hier, den Talisman of Beasts. Wenn ich den ausgerüstet habe, dann soll es doch angeblich weniger sein. Ich weiß ja auch nicht, Leute. Irgendwas läuft da schief. Könnt ihr mir vielleicht gerne nochmal schreiben, wenn ihr wollt. Ich weiß nur, Epic Name Bro hat es irgendwie so gemacht. Na gut, nö, dann mache ich da wieder die Light Weapon rein. Ich meine, ich will keine Waffe haben, die mir die ganze Zeit Lebensenergie abzieht. So viel Schaden das Ding auch machen mag, aber... Alleine schon der Magiebonus gibt mir eine Menge, Menge mehr. Zur Zeit zumindest, weil ich ja ein Magier bin. Also quasi ein Magier, ne? So, mein Freund. Tut mir leid. Tut's gar nicht. Gib mir deine Seelen, du Schwein. Was hast du denn einstecken? Gar nichts, naja. Auch Frake. Tut mir irgendwie leid um dich, aber... Job ist Job. Heutzutage kann man ja froh sein, wenn man noch was findet, ne? Sorry, Kumpel. Aber du lebst ja bald wieder. Seien wir mal nicht traurig. Oh, guck mal hier. Magical Sharpness, Venerables Hood und Robe und Gloves und na na, Baby Snail.
Ja, Baby Snail ist auch eine ganz gute Waffe. Also, wenn man auf Dolche steht. Ich jetzt gar nicht so, aber gut. Naja. So, holen wir uns die Belohnung ab. Als nächstes steht nämlich was ganz anderes an. Also keiner der Personen hier aus dem Nexus unbedingt. Ich glaube, der hat gar nicht hier... ist hier gar nicht anwesend. Done already. Here is your reward. Take it. Das ist ja nett. So, nächste Quest. Don't look at me with that ravenous countenance of greed. There is more work for you. I want you to kill Patches the Hyena. No reason for pause now, is there? Excellent. I'm relying on you. Ja, der gute Patches, den habe ich ja noch nicht getötet. Ich wollte ihn ja zuerst töten für die schwarze Charaktertendenz. Hab's dann aber doch gelassen und jetzt muss er sowieso dran glauben, ne? Ist nett. Upsala. Ist voll nett von mir, dass ich den jetzt auch noch töte. Patches the Hyena. Ich frag mich jetzt echt, lebt Bior noch? Ansonsten... Bior wird bestimmt nicht einfach, glaube ich. Der wird bestimmt nicht einfach. Weil der hat mit die beste Ausrüstung im ganzen Spiel und ich glaube auch nicht, dass der sich einfach so kampflos ergibt, wenn ich ihn da absteche. Aber gut, der Meat Cleaver ist schon eine richtig mächtige Waffe. Ich hätte nicht gedacht, dass der sich so mausert zu meiner Lieblingswaffe mittlerweile. Ja, hab den ein bisschen ausprobiert, der ist richtig super. Richtig, richtig super. Aber Bombs, ich bin so schwer damit. Ich müsste halt die Beine ausziehen, aber... Oh, hört mal auf zu schießen, bitte. Ich finde das so blöd, dass die hier reinballern, wenn ich im Tunnel bin. So, Patches. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist so fies. Ich hätte eigentlich nochmal shoppen können bei ihm. Grave Robbers Ring. Habe ich denn schon? Ich glaube, ja. Und weg. So, das war der. Das hört sich so fies an, als arbeite ich die jetzt alle ab. Aber im Prinzip mache ich das ja auch nur. So, zum Glück muss ich keinen der Händler hier umbringen, also den Schmied oder jetzt Stockpile Thomas. Warte mal, ich werde ja erstmal den ganzen unnützen Kram, das Blue Blood Sword, werde ich mal ein bisschen mit mir führen. So, Minister's Head brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, da haben wir die Gloom Leggings, das haben wir jetzt an Ringen doppelt. Sharpness haben wir jetzt doppelt. Sincere Prayer, Devout Prayer. Haben wir alles nicht. Den Grave Robbers Ring. Achso, damit bin ich schwerer zu entdecken für Phantome. Das heißt, ich kann nicht so leicht invasiert werden. Ist ganz gut für Leute, die online spielen, aber ein bisschen Schiss davor haben. Invasiert zu werden. Wollte ich noch hinzufügen. So. Mephistopheles, du Zippe, gib mir mal eine Belohnung. Jetzt kommt nämlich das, was ich angesprochen habe, was ich fälschlicherweise mal behauptet habe. Dass man Colorless Demon's Souls nur bekommt, wenn man die Dämonen tötet in den Pure Black Wild Tendency Welten. What's wrong? I granted you a simple next. Oh, Leute, ich habe gerade den Grave Robber mit Patches verwechselt. Ich bin so blöd. Tut mir leid. Jetzt musste Grave Robber Bilge oder Bleach, Bilge, Bleach. Ich kann mir das nie merken. Musste jetzt sterben, weil ich so doof war. Das tut mir sehr leid. Na gut, dann musst du halt dran glauben. You slimy little wretch. Was? Ich bin der slimy? Ich geb dir gleich. Ich geb dir gleich, Freund. So, jetzt zeig ich dir mal, wer die Ratch ist. Ach, guck mal, der ist schon feindlich. So, komm her. Oh, guck mal, hier, wie der wegfliegt. Und jetzt. Nein, nein, nein. Tot. Du nennst mich schleimisch. Schleimisch. Schleimig? Schleimig. Thieves Ring. Ja, ja. Ja, auch da habt ihr was zugeschrieben. Patches, das ist so ein... Ja, er ist nicht unbedingt böse, aber er ist auch nicht gut. Das ist so ein Schlitzohr. Der will halt Leute durch andere Dinge umkommen lassen, um sie dann zu plündern. Ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, das ist so ein neutral-böser Charakter. Neutral... Ja. Genau. Neutral-böse. Ja doch, eigentlich neutral-böse. Wenn man so drüber nachdenkt. Done already. Here is your reward. Take it. Dankeschön. So, ich mach weiter. Don't look at me with that ravenous countenance of greed. There is more work for you. I want you to kill the witch Yuria. I will, of course, provide you with a reward of similar value. Okay. Excellent. I'm relying on you.
Ja, ich muss jetzt was dazu sagen. Normalerweise wäre jetzt Bior gekommen, aber Bior ist doch nicht tot, der hat sich nur hingesetzt, um zu schlafen. Warum wird er jetzt hier als tot? Ich weiß ja auch nicht. Naja, auf jeden Fall Bior hätte ich töten müssen, dafür hätte ich noch eine weitere Colorless Demon Soul bekommen. Dann als nächstes wäre Ostrava dran gekommen. Für Ostrava hätte ich dann den Talisman of Beasts, den ich jetzt hier schon in der Nebenhand habe, den ich ja von Scriver, dem Wanderer, bekommen habe, gekriegt. Also durch seinen Tod von ihr. Und als letztes auf der Liste ist leider Yuria, die Hexe. So leid es mir tut, meine Liebe. Ich habe dich gerade erst befreit und nun musst du schon wieder dran glauben. Es tut mir sehr, sehr leid. Och, Yuria, es tut mir so leid. Aber es muss sein. Einmal wenigstens in den Spieldurchläufen. Mhm, da bekomme ich ihre Klamotten und Ring of Magical Nature. Und seht mal meine Charaktertendenz. Wow. Richtig dunkel und schwarz. Aber das war's noch nicht. Die Quest ist jetzt zwar vorbei, aber... Warte mal. Ich bekomme hier noch was Schönes. Nämlich einen Ring, auf den ich es eigentlich nur abgezielt habe. Den letzten Ring, der mir großartig noch fehlt hier im Spiel, wenn man es genau nimmt. Ja gut, einen bekomme ich... Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, insgesamt fehlen mir noch drei. Und das ist jetzt einer von denen, die mir noch fehlen. So, meine Liebe. So... You've completed everything, hey? You're what they might call a miracle worker. Lastly, I must only kill you, and the secret of the soul shall be eternally safe. Ja, das ist schön, ne? False Ring, da habe ich ihn doch. Das Geheimnis der Seelen. Welche Seelen meint sie? Oh oh. Oh oh, ja, sie hat einen Parrying Dagger. Da pariert sie halt gerne mal. Und sie hat den EP-Raper. Rapier. Entschuldigung, ich sag das immer falsch, ich weiß. Das hört sich dann echt nicht schön an, wenn ich das so sage. EP Rapier. So. Dafür bekommen wir den Parrying Dagger, den EP Rapier, die Golden Mask und den Ring of the Accursed. Und damit wäre die Mephistopheles Quest wäre somit beendet, liebe Leute. Das war's. Ich hab alles getan. Ich hab jeden NPC hier im Nexus getötet, bis auf die beiden und die Maid. Und, ja, das war's. Das war die Mephitophel-Level-Quest. Furchtbar, ne? Furchtbar. Alles nur für so einen blöden False Ring. Der False Ring, lesen wir mal gerade nochmal ganz kurz vor. The mysterious red-black ring given to Mephistopheles increases attack power after becoming a black phantom. This mysterious ring supports bestial relationships, overtaking warriors in other worlds. Its partner, the Friends Ring, is also said to exist. Ja, den habe ich ja schon. Increase Attack Power as Black Phantom. Wenn wir also jemanden invasieren, dann machen wir mehr Schaden. We are indebted to you, for you fight on our behalf. Genau, dafür, dass ich eure Leute hier abschnetzle. Liebe Leute, ich beende den Part. Ich würde mich sehr auf Unterstützung freuen in Form von Bewertungen und Kommis. Nächstes Mal Finale mit dem Drachengott und dem alten Dämon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Demon's Souls.